Hallo alle zusammen und willkommen zurück bei meinem Let's Play von StarCraft 2 Heart of the Swarm. Hier ist Polish HD. Immer noch mit Schnupfen und wir machen auch sofort weiter. Nicht lange mit blöden Reden aufhalten. Ich muss wissen, wo Jim ist. Oh, die Hyperion sieht einfach so winzig aus im Vergleich zu diesem riesigen Leviathan. Ja. Wuh. Lasst uns weitermachen. Lade. Ja, das war kein Fake. Der ist wirklich so groß. Wir haben ihn gefunden. Und warum? Er ist auf der Morosh, einem mobilen Gefängnisschiff, das jede Stunde an zufällig generierte Koordinaten springt. Das ist schlau. Es gibt keine Möglichkeit vorherzusagen, wo sie als nächstes hinspringen wird. Irgendwann werden auch sie ihre Vorräte auffüllen müssen. Exakt. Wir wissen, dass sich das Raumschiff morgen für genau 32 Minuten an der Atlas-Station aufhalten wird. Atlas entsendet einen Tanker zur Morosh, aber nach dem Tankvorgang verschwindet sie wieder. Unsere Ghosts werden das Raumschiff infiltrieren. Nein, ihr habt eure Schuldigkeit getan. Ich mache das persönlich. Seien Sie vorsichtig, Kerrigan. Verglichen mit diesem Ort ist New Folsom ein Kindergarten. Ist für alle die, die Liberty gespielt haben. Wenn man übrigens die Phantome im ersten Teil sozusagen weitergemacht hätte, dann hätte wäre jetzt Tosh sozusagen dazu oder in Gespräch gefallen und als Vorschlag sozusagen gekommen, dass er infiltrieren sollte. Und wir wissen ja, wie es in New Folsom aussah. Ich meine, ich habe im ersten Teil ja auch die andere Mission gespielt. Also, das wird bestimmt kein Spaziergang. Aber hey, mit Kerrigan schaffen wir das. Sicher ist euch auch schon aufgefallen, dass der Ladebalken überarbeitet wurde. Das liegt daran, dass einfach halb StarCraft überarbeitet wurde. Sea of the Void. Angriff! Dunkel, bis auf einmal der Leviathan reinschlägt, dann ist hell. Ich bin drin. Nee, ehrlich. Sie werden von unseren Sensoren erfasst. Ich leite Ihnen so viele taktische Informationen wie möglich weiter. Das ist ja ein Strategiespiel. Seien Sie vorsichtig, Kerrigan. Mein Vater wird sämtliche Vorkehrungen getroffen haben, um sicherzustellen, dass niemand zu Reyna durchdringt. Na klar, der wird wahrscheinlich am hintersten Ende der Station sein. Ach so, dann an die Arbeit. Und ich habe mich nicht vorbereitet. Ich muss verdammt nochmal. Ach Gott, ey, das ist doch egal. Was zur Hölle war das? Hi. Ja, ich habe nicht vorbereitet. Schaut euch diese beiden Fähigkeiten einfach an. Oh Gott. Wir passen uns an. Löst Alarm aus. Ach Gott, ey. Die Plattform wurde eingezogen. Wir gehen außen herum. Ja. Warum mitten durchgehen, wenn man auch außen lang gehen kann? Und von mir. Ah! Oh Gott. Ihr wisst, was zu tun ist? Oh Gott, ich hasse es. Noch einer? Ne, das war's. So, okay. Der Insassen? Aha! Ich weiß nicht, ob diese Namen irgendwie eine Referenz zu irgendwas sind, aber. Okay, ja, schlechter Witz. Oh Gott. Großer Gott, ist das ein Albtraum. Gott, verdammt nochmal. Jetzt reicht's aber langsam. Ich habe ja jetzt kapiert, dass ich Schnupfen habe. Oh Mann. Im dritten Teil werden übrigens alle Zerg die Upgrades haben, die ich hier mache. Also die werden. Jetzt kommen wir mal. Auf die Hardcore-Level mit Bunkern und was nicht allem. Junge. Jetzt etwas dumm, dass ich die richtigen Fähigkeiten habe, damit kann ich nicht lichten als Kerrigan. Gerade Kerrigan ist diejenige, die am meisten Schaden macht. Sie werden es durchbrechen müssen. Ja, das hab ich. Kein großes Ding. Mein Schwarm, beschütze mich, während ich mich um diese Sache kümmere. Oh, sehr süß. Ich hoffe, sie wird damit nicht ihren. Der Schwarm folgt deinem Beruf. Sicherheitstrakt ein. Haltet sie sofort auf! Ja, ihr könnt es ja versuchen, wenn ihr meint, dass es euch hilft, dann bitteschön, nur zu. Aber ich würde mal darauf plädieren, dass es nicht hilft. Bravo, greift an! Schickt Verstärkung! Was wollt ihr mir denn machen, ihr Noobs? Ihr könnt gar nichts. War eine gute Idee, die, wie heißen sie nochmal, die Schlupfschabe zu nehmen.
Aber die hilft mir jetzt gerade auch wirklich. Seien Sie vorsichtig. Yay, Tanks. Die sind nicht wirklich. Die sind jetzt nicht wirklich schweres Geschütz, erst wenn sie ausgefahren sind. Also nur damit ihr es wisst. Hey, für euch ist es wahrscheinlich schwer genug. Oh, scheiße, okay, das ist schweres Geschütz. Das ist alles, was gegen Zerg effektiv ist, könnte man sagen. Und, na, wie auch immer. Was war denn das jetzt, hä? Boah, einfach zerschmolzen, wie gruselig. Oh, ihr könnt gar nichts, ihr seid so schlecht. Ghost! Macht sie tot. Im Sicherheitsterminal in ihrer Nähe haben sie Zugriff auf die Insassendaten des Schiffsmanifests. Wenn möglich, beschaffen sie diese Daten. Über den Rest machen wir uns Gedanken, wenn Jim in Sicherheit ist. Ich glaube, die Kunden. Wenn... Das ist eine große Anzahl Waffen in der Nähe. Ach du Scheiße, das sind aber viele. Wenn ich hier Biofan platziere, werden sie verseuchen, ihre Verteidigung angreifen. Es ist ihre Entscheidung. Vielleicht jetzt nicht die beste Idee, die Gefangenen zu verseuchen. Aber hey, man kann es ja mal probieren. Jedenfalls, was wollte ich jetzt nochmal sagen? Ist doch egal. Achso, da, ja, wenn die Ghosts wahrscheinlich losgezogen werden zum Infiltrieren. Ich glaube, die werden so noch unten auffallen. Und wenn doch, wenn es doch irgendjemand bemerken würde, dann wäre es wahrscheinlich so weit gekommen, dass irgendjemand dafür hätte bezahlen müssen. Und zwar Nova. Ich meine, es ist ja ihre Schuld, dass... Sowieso. Eigentlich ist es ja schon ihre Schuld, dass Rainer gefangen ist. Und es ist außerdem noch ihre Schuld, dass... Dass wir die Ghosts, dass... Die Ghosts sozusagen zu uns gehören. Und das ist einfach gar kein Militär, was ich hier kriege. Das ist nichts. Ja, jetzt wird uns noch aufgeräumt, aber es ist immer noch zu recht. Es ist immer noch zu wenig. Oh, es reicht. Ich glaube, es reicht. Aber wir sind nicht mal ich bin der Schwarm. Ich hätte mein Taschentuch mit hier nehmen sollen. Oh, noch mehr. Das gibt's doch alles gar nicht. Scheiße. Bleibt ja nicht mehr viel übrig von dem, was ich alles an, mit dem, was ich alles angefangen habe. Die Gegner sind sehr oh Gott. Yay, yeah, da kommt noch mehr Verstärkung, das ist geil. Falls ihr fragt, man kriegt nur begrenzt Verstärkung. Deswegen, wenn meine Einheiten wegsterben, ist Pech. Kann ich nichts machen. Kann nicht sein. Trennt die Gelenkverbindung zum Gefangenendeck. Nein, ich spinnt ja wohl. Ihr habt den Mann gehört, ihr habt es in die Luft. Scheiß auf die Gefangenen. Oh, ihr seid doch wohl. Ein Tor schießt drauf, krass. Was, wenn alle drauf geschossen hätten, dann wäre das Ding wahrscheinlich schon zerstört worden. Macht euren Frieden. Aha. Attacke. Haut am besten die Panzer zuerst weg. Die sind gefährlich. Chill dein Leben, Mann. Ich sie vielleicht vernichten. Hier, komm, ich helfe mal ein bisschen mit. Die Eroberung geht weiter. Ich bin der Schwarm. Juckt sie einfach gar nicht. Ich hätte nicht gedacht, dass du dumm genug wärst, hierher zu kommen. Dumm genug? Was hat er gerade gesagt? Was hat er gerade gesagt? Ey, mein Satz. Ich glaube nicht, dass sie das freiwillig machen. Tja. Kerrigan, wir haben gerade gesehen, wie die Brücke explodierte. Die Moros wird auseinandergerissen. Na toll. Sie müssen Jim retten, uns läuft die Zeit davon. Sowas wie ein Selbstzerstörungsknopf einfach angemacht. Ach ja, das Mengste Arschloch war aber schon immer klar. Die Gelenkverbindung darf nicht mehr viel Schaden nehmen. Was? Die Welt? Welche Gelenkverbindung? Ja, die Idioten. Dass sie sich überhaupt noch wehren. Ich meine, hey, ihr sterbt doch alle mit. Was soll denn der Scheiß? Warum rennt ihr nicht einfach weg? Moment, das ist ein Gefangenenschiff. Okay, vergesst es. Na also, wenigstens ein paar Leute, die... Oh Gott! Toll! Also da hat jemand nachgedacht. Ja, macht es tot. Ach Leute, das dauert mir immer noch zu lange. Geht doch, so muss das.
Welche Rettungskapseln? Hat das Abtasten verweigert? Yeah! Yeah! Simulation! Wehrt euch Gefangenen, helft mir am besten. Und dann sterbt ihr auch nicht. Sterbt ihr schon, aber... Das wollte ich euch jetzt nur noch nicht sagen. Ja, ich glaube eher, der Tod kommt von unten. Und zwar von mir. Naja, aber ihr habt es versucht. Nein, das klingt schon mal. Los, meine Schablinge. Aber nicht nur ein bisschen. Los, mein... Los, meine Zerg, kämpft weiter. Überlasst es, ist mir egal. Hier geht's ja sowieso eigentlich nur... Oh, scheiße. Oh, scheiße. Harriet, nicht sterben, bitte. Nicht sterben. Das war jetzt nicht so... Oh, ja, nice. Verstanden. Vielen Dank, Kerrigan. Und schon ist Kerrigan wieder voll. Sehr praktisch. Aber ein Großteil meiner Einheiten ist tot. Also ich glaube nicht, dass ich jetzt noch irgendwelche Kämpfe durchziehen kann hier. Lasst uns rein, ihr herzlosen Mistkerle. Aha. Danke für die Verstärkung. Wurde langsam Zeit. Ja, danke. Ich weiß Bescheid. Wenn ich mich beeilen soll, dann schickt mir gefälligst ein bisschen Verstärkung. Wir verstehen alles. Oh Gott, sind das viele! Oh Scheiße, sind das viele! Obwohl, nein, so viele dann auch wieder nicht. Ah nein, aber nicht, sind doch nicht so viele. Sicherheitstrakt, ich glaube, hier bin ich richtig. Zagara, der Leviathan soll diesen Bereich des Schiffes stabilisieren. Ja, yeah, jetzt kann nichts mehr passieren. Halte durch, Jim. Ich bin fast da. Es gibt da nur einen Unterschied. Du bist nicht mehr so ganz, naja, menschlich. Ich meine ja nur. Aber hey, wir werden ja sehen, wie es läuft. Oh, ist das Blut da auf dem Boden? Ich glaube, er bereut seine Taten gerade. Oder schmiedet Pläne gegen Mengsk. Busch. Ach, jetzt halluziniert er schon. Oh Gott. Nein. Ich musste dich rausholen. Was hast du getan? Was ich tun musste. Ah ja. Sag das, Phoenix. Sag das den Millionen von Toten. Phoenix war ein Protoss aus dem ersten Teil, also aus dem ersten StarCraft-Teil, der mit Rayna gekämpft hat, zusammen. Es war ein Homie von ihm. Du warst der Einzige, der je an mich geglaubt hat. Mutig. Glaubst du noch immer an mich? Hey, es gibt da einen Unterschied zwischen dem Wings of Liberty und Heart of the Swarm. Jetzt denkt sie, jetzt hat sie ein Bewusstsein und mordet dich einfach drauf los. Ja, und Rayna kann es einfach nicht machen. Weichei. Naja, eigentlich ja eher nicht. Ich meine, war ja auch eine gute Entscheidung. Ich liebe dich, Jim. Vergiss das nie. Es ist aus. Harte Worte. Also dafür wird jemand büßen müssen. So, ach, das war's auch schon wieder. Meine Herren. Oh, Kerrigans niedrigster Trefferpunktwert. Oh ja. Ja, das ist Schwierigkeit brutal. Was erwartet ihr? Naja, so. Mehr Machtpunkte. Was auch immer, die Insassendaten wären nicht mehr wichtig, falls ihr fragt. Nein, die sind eigentlich nur für die Machtpunkte gewesen. Wieso ziemlich alles? Du hast nicht ausgewählte Fähigkeiten, meine Königin. Ja. Du kannst sie in deiner Karte. Ist mir egal. Aber nicht weiter. Jim geht es gut. Er ist auf der Krankenstation. Aber ich denke nicht, dass er mit irgendjemandem... Ich bin hier, um mit dir zu sprechen, Valerian. Du weißt, dass ich jetzt nach Korhal aufmache. Naja, eigentlich eher nicht. Ja, sie planen, meinen Vater zu töten. Naja, eigentlich eher nicht. Darauf warte ich schon lange. Ich muss wissen, auf wessen Seite du stehst. Auf der Seite meines Volkes. Ich weiß, dass mein Vater verloren ist. Er muss von seinem Posten entfernt werden. Ah, ja.
Ich bin froh, dass wir uns verstehen. Ja, das war ja mal eine tolle Unterhaltung. Schön, dass es so ausging, aber ich glaube... Du hast an Stärke hinzugewonnen. Yeah! Eine weitere Fähigkeitsstufe ist jetzt in dir erwacht. Ja, ich sehe es aber nicht. Da. Nun. Tja, das mit dem Schnupfen, das nervt mich immer noch. So, Zerkling-Wiedergeburt ist richtig. Ja, verzeiht, ich brauche mal eine Sekunde, um hier... Ja, warum nicht? Obwohl, warte mal. Nein, das hier erwähnt. Das passt einfach super zusammen mit der Kettenreaktion. So, und dann noch die Evolutionsgrube. Denn wir müssen noch die nächste Evolutionsmission machen. Warum wird Gattung bereit für Anpassung? Kreatur mit nützlichen Sequenzen entdeckt. Ermöglicht Schwarmwirt fliegende Schrecken. Nee, ehrlich? Muss einverleiben. Essenzalarm. Schwarm verbessern. Ist eigentlich total egal, weil ich den Schwarmwirt sowieso nie baue. Ich meine, wozu? Der ist zwar ganz nützlich, aber naja. Es gibt auch bessere Einheiten der Zerg. Oh je, Ladebildschirm. Aber diesmal, zum Glück geht's ja diesmal schneller. Jetzt muss ich nicht immer wieder einen Cut machen. Das war mal ganz schön anstrengend. Diese ganze Schneiderei. Wo war jetzt der Punkt? Wo muss ich schneiden? Wo muss ich da und da und da? Neue Babylon. Essenz im Gebiet der Liga. Na, mal sehen, ob es laggt. Framerate droppt und... Ne, läuft. Alles klar. Einheimische flugfähige Spezies enthält Sequenzen für Schwarmwirtstrang. Essenz aus Nestalarm. Ermöglicht Schwarmwirterschaffung von fliegenden Schrecken. Und es kommt noch besser, der Lüfter arbeitet nicht ein bisschen. Also, der Computer hat jetzt nicht viel... Der arbeitet jetzt nicht auf höchster Leistung, das könnte ich noch einstellen, aber... Darauf habe ich jetzt nicht wirklich Bock. Ach Gott, jetzt muss ich wieder hier... Schrecken regelt das mal. Die Schrecken sind übrigens voll unfair, möchte ich nur mal so festhalten. Die halten sehr viel aus. Hauen auch sehr viel Schaden raus. Allerdings sind die Schwarmwürter sehr leicht angreifbar. Das ist das Problem. Jo, Aswespen, was geht so? Ihr könnt mich nicht angreifen. Also, ich tue jetzt einfach mal so, als wenn ich wichtig wäre. Achso, ich soll den Bau gleich zerstören. Naja, gut, viel Spaß dabei. Beziehungsweise das Nest. Ja. Neue Gattung. Aasjäger. Erschafft flugfähige Schrecken. Leitet den Angriff ein. Grabt euch hier ein und legt das Nuklearsilo in Schutt und Asche. Die flugfähigen Schrecken sind wirklich sehr, sehr gut. Damit kann man einfach jemanden angreifen, ohne dass er weiß, beziehungsweise den Gegner angreifen, ohne dass er weiß, von wo es kommt. Oder er muss einen riesigen Umweg machen, um mich anzugreifen. Oh, Torpils! Bewegung, weiter zum zweiten Ziel. Yeah! Terranische Bodeneinheiten. Konflikt. Aasjäger-Gattung einsetzen. Luftüberlegenheit. Ja, die Helions können jetzt nichts machen, aber die Marines. Deswegen werde ich die jetzt mal zuerst ausschalten. Oder auch nicht, meinetwegen. Ja, ich glaube, ich habe die ein bisschen schlecht verwurzelt. Die stehen jetzt da hinten irgendwo und müssen zusehen, wie sie klarkommen. Ach Gott, verdammt. Los, rein. Macht tot, macht Kampf, macht alles nieder. Okay, sehr schön. Na. Mal sehen. Ach Gott, selbst die Goliaths können da nichts machen. Sie machen zwar viel Luftschaden. Es ist nicht genug. Da, weg mit euch. Oder ich mach gleich das Nuklearsilo nieder. Dann gibt's nämlich nur Kabumm. Und alles ist weg. Zerstört. Schwarminvasion kann ungehindert fortfahren. Bereite auf nächsten Test vor. Ups, hab meine eigenen Einheiten gekillt. Aus Versehen. Brutmutter kürzlich getötet.
Boot in Gefahr. Ah, das ist nicht gut. Ich frage mich, wo er die ganzen Planeten her lokalisiert, einfach so. Ich meine, irgendwelche Informationen aus den Archiven oder wie oder was oder warum? Lokaler Organismus, Aschenwurm, zerstört Schwarmboot. Der sieht jetzt nicht gerade stark aus. Ich meine, wenn er so lange braucht, um drei Zerklinge zu töten, dann ist er ja. Gräbt sich durch Erdkruste, entkommt schnell, schwer zu fassen. Ich glaube nicht, dass sich der Wurm so schnell bewegen kann. Sequenzen aneignen. Also das ist, glaube ich, mehr, wenn man den Schwarm wird für defensive Struktur, für die Defensive verwenden will, wobei das jetzt nicht gerade. Das ist aber nicht gerade positiv, weil der Schwarm wird und die allgemein die Zerg sind nicht für die Defensive gebaut. Man könnte sagen, es ist sowas wie die Tanks der Terraner. Der Wurmorganismus hat sich in Erdkruste vergraben, einen neuen Ort geflohen. Nachjagen, zur Strecke bringen. Klare Sache. Auch wenn du nicht weißt, was Grammatik ist, aber tu, aber ich mach's trotzdem. Ich meine, jetzt mal ehrlich. Aber hallo, der kriegt ganz schön auf die Fresse. Essenz erhalten. Verwebeeigenschaft in Schwarmwirtstrang. Yeah! Gattung Tunnelgräber. Gräbt sich durch Planetenkruste. Taucht an beliebigem Ort wieder auf. Brutstätte wird angegriffen. Tiefes Graben von Schwarmwirten verwenden. Schwarmcluster verteidigen. Der Vorteil von den Jungs ist, dass sie Kriecher erzeugen. Das heißt, wenn die man kann die einfach irgendwo einwurzeln, dann Kriecher erzeugen lassen. Aber es gibt wirklich bessere Sachen als sowas. Sekundärer Schwarmcluster wird angegriffen. Verteidigen. Und das ist auch wirklich, eigentlich ist es auch nur für den Fall, wenn man jetzt mehrere Schwarmcluster hat. Weil dann braucht man auch mehr Verteidigung entsprechend. Aber da reichen eigentlich normalerweise auch Stachelkrabbler aus. Wenn da jetzt eine große Armee kommt, dann braucht man aber auch entsprechend viele Schwarmwirte und dann. Erfolgreich verteidigt. Liga vernichtet. Man baut normalerweise nicht so viele, also es ist eigentlich eher nicht so. Für Integration vorbereiten. Kehre in Evolutionsgrube zurück. Ich frage mich, wie die auf diese ganzen Evolutionen gekommen sind. Haben die irgendwie Spieler befragt? Jo, was hättet ihr denn gerne auf dem Schwarmwirten? Keine Ahnung. Erwarte Entscheidung. Ey, ja, ist doch klar. Ich mach die Aasjäger. Neue Gattung. Wenn man auch das Upgrade davon macht, dass die Schrecken auch Lufteinheiten angreifen können, dann sind die einfach nur unvernichtbar. Der eingegrabene Tod, könnte man auch sagen. Hier. Gib mir mal eine Sekunde. Einraben. Hier, das ist es. Überdruckdüsen. Aber ne, ich glaube, ich lasse es bei Eingraben. Einfach, damit die auch ein bisschen überlebenskünstlerisch sind. Aber das war's also auch erstmal für diese Episode. Man weiß, was da noch zwischen den beiden läuft. Beim nächsten Mal geht's woanders hin. Wir empfangen ein seltsames Psi-Signal. Es ist vom Ursprung Zerg, aber nicht Teil des Schwarms. Oh. Ich weiß, dass du versuchst, Mengsk zu stürzen. Seine außerirdischen Soldaten, die Hybriden, sind deine größte Bedrohung. Wenn du sie aufhalten willst, triff dich mit mir an diesen Koordinaten. Wenn die Liga Hybriden hat, wird unsere Invasion Korhals scheitern. Wir sollten dieses Labor zerstören. Jetzt geht's eigentlich erst richtig zur Sache, denn jetzt kommt die dunkle, geheime Hinterstory, die ganze Zeit weiterlief, während wir da im ersten Teil und im zweiten Teil mal locht haben. Naja, also da kommt schon noch einiges auf uns zu. Aber das erst im nächsten Teil, also wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Tschüssi!